Hallo und willkommen zu dem ersten Infovideo zu dem neuen Hearthstone, zu der neuen Hearthstone-Erweiterung Flüstern der alten Götter. Ja, in diesem Video werden wir mal ganz kurz anreißen, was uns erwarten wird, und in den nächsten folgenden Videos werden wir uns dann um die eine oder andere Karte kümmern. Ja, fangen wir mal an. Als erstes hätten wir da ja, die neue Kartenerweiterung wird 134 neue Karten beinhalten, die sich alle so um das Thema, ja, alte Götter aus WoW mit Verderben und hast du nicht gesehen beschäftigen. Zum Zeitpunkt dieses Videos sind ungefähr 45 Karten bekannt, allerdings nur 15 davon auf Deutsch. Deswegen werden die nachfolgenden Videos teils deutsche Karten, teils englische Karten drin haben. Aber da kann ich im Moment noch nichts für, da es noch keine Übersetzung gibt. Ja, so. Ja, dann der nächste Punkt, den ihr da seht, ist: erste Packung hat zusätzlich Zetun. Soll heißen, dass wenn ihr euch, ja, entweder die erste Promopackung öffnet oder ihr euch die Pre-Order geholt habt oder euch zum Release für Gold das erste Pack holt oder für Geld, je nachdem. Das erste Pack wird immer die Legendary Setun beinhalten. Also ihr kriegt die Karte so oder so, wenn ihr euch ein Old Gods Kartenpack holt. Dann der nächste Punkt. Es gibt drei kostenlose Packungen von Whispers of the Old Gods, wenn ihr euch während der Promo-Zeit einloggt. Die Kartenpack gibt es erst wieder, wenn ja, die Erweiterung live geht. Das heißt, im Moment seht ihr das noch nicht, dass ihr die habt, aber ihr kriegt sie dann direkt beim Einloggen, wenn es denn soweit ist. Termin steht ja leider noch nicht fest. Es ist immer noch so, ja, ein bisschen ungenau. Ende April, Anfang Mai. Heißt, bis dahin warten. So, dann, das dürfte der eine oder andere noch nicht gewusst haben, mit der Veröffentlichung des der Kartenerweiterung kommt auch der Standard- und der Wildformat ins Spiel. Das heißt, ja, für die meisten, ja, endlich im Standardmodus rumpownen. Ja, für uns, die in der Liga sind, ja, bringt das im Endeffekt keine Veränderung, weil die Liga ja weiterhin im Wildmodus stattfinden wird. Wir werden da keine Einschränkungen machen. Ja, so, dann, was haben wir denn noch? Ach ja, ein wichtiger Punkt ist auch noch, dass Setun und alle Karten, die ihn irgendwie buffen oder auf ihn aufbauen, werden nicht in der Arena verfügbar sein. Das ist nicht nur am Anfang so, sondern wird auch permanent so sein, weil das Blizzard hat so argumentiert: ja, es ist sehr unwahrscheinlich, dass man Setun kriegt und seine Kultisten, so dass es sinnvoll wäre, den zu spielen. Ich finde die Argumentation zwar Quatsch, weil man ja eh zurzeit alle Karten kriegen kann und da sind auch ziemlich viele beschissene Karten dabei und man kann sie kriegen. Ja, okay. Gut, dann noch zum letzten Punkt. Ja, Pre-Order hatte ich ja schon mal erwähnt. Das ist ja während der Promo-Zeit. Und die Promo-Zeit ist seit dem 15. März am Laufen und läuft, glaube ich, bis direkt zum Release oder eine Woche oder 2, 3 Tage vor dem Release. In diesem Zeitraum könnt ihr euch 50 Kartenpackungen für 44 Euro und ein paar zerquetschte kaufen und kriegt dafür als Belohnung diesen tollen animierten Kartenrücken, den ihr da links unten seht. Nicht rechts, links unten. Ja, das wäre es eigentlich allgemein zu der Erweiterung. Auf die Karte Setun werden wir dann, denke ich mal, noch drauf eingehen, wenn alle Kultistenkarten, die ihn buffen, bekannt sind. Das sollten, glaube ich, ich weiß nicht, ob das inklusive Setun war oder exklusiv ihn, sollte es insgesamt 16 Kultistenkarten geben, die ja mit Setun zu tun haben. Also wird das, denke ich mal, noch eine Weile dauern, bis wir denn da alle haben. Ja, und dann werden wir uns Setun mal anschauen. Bis dahin, oder eher gesagt, bis zum ersten und darauf folgenden Kartenvideos, sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen und bis dahin. Yeeha, goodbye.